Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Wie ihr seht, machen wir heute wieder eine Wochendeko und zwar die Woche 6. Ich habe ja euch schon bereits erzählt, dass ich Einlagen bestellt hatte. Die habe ich bei AliExpress bestellt und jetzt inzwischen sind die auch angekommen. Also habe ich mir gedacht, das wird jetzt die Gelegenheit, die auch mal zu testen, wie ich damit klarkomme, mit der Aufteilung, wie ich dann die ganze Woche, ob ich damit auskomme oder ob ich dann doch wieder zurückgreife. Ich war mir nicht ganz sicher, welches Stempelset von CC Design ich dann tatsächlich benutze und habe mich dann tatsächlich für Wednesday entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie von Netflix kennt. Ich habe die tatsächlich selber geguckt und kurze Zeit später habe ich dann auch die neuen CC Design Stempel, Best Friends, glaube ich, heißt das. Naja, CBFF, das heißt, ist ja die Abkürzung dafür, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich die mir gesichert und das ist jetzt das erste Mal, dass ich die abstempel und koloriere. Wie immer bei neuen Stempeln müsst ihr sie vorher ein bisschen behandeln, sage ich mal, oder die öfters abstempeln, bevor ihr ein vernünftiges Stempelabdruckbild habt. Ich habe für Wednesday selber ein Archival Ink in Grau verwendet. Ich fand irgendwie, dass für sie der Braunton zu warm ist und habe dann gedacht, dass ich dann da lieber mit Grau hantiere und für die Freundin, für die Werwölfin habe ich dann jetzt tatsächlich ein Vintage-Foto, also einen relativ dunklen Braunton verwendet zum Abstempeln. Das ist nicht wirklich No-Line-Coloring, aber die Konturen sind schon relativ hell. Ich habe wie immer auf meinem Lieblings-Aquarellpapier gestempelt. Wie ihr seht, sind das immer Reststücke, aber ich habe davon so viel, dass das eigentlich ausreicht. Den Spruch, den ich mit in die Wochendeko integrieren wollte, habe ich dann auch erstmal vorbehandelt, aber auch auf Karteikarte gestempelt. Hier benutze ich ein Memento. Ich würde auch immer sagen, dass auf glattem Papier ein Abdruck viel einfacher zu handhaben ist. Auf Aquarellpapier müsst ihr dann immer gucken, das ist strukturiertes Papier, da lässt sich das halt nicht so alles einfach abstempeln. Solange ihr aber die Konturen erkennen könnt, könnt ihr zumindest bei Wasserkoloration oder Aquarellfarbe schon sehr viel retten. Ich dachte mir, mir sind die Seiten ein bisschen noch zu blank, da ich meinen Stift nicht verwende zum Linienzeichnen, wollte ich mit einer Schablone weiterarbeiten, habe mich dann kurzzeitig auch umentschieden und die für mich neue Create a Smile Stanz, nicht Stanzschablone, Stencil, also Schablone mit diesem wunderschönen Herz mit Punkten ausgesucht. Ich habe das schon vor einer Weile bestellt und irgendwie Valentinstag war da schon vorbei, also passte das irgendwie nicht so alles so ganz. Ich habe hier zwei Distressfarben, einmal Pumicestone und Black Suit. Ich habe zuerst das, was auf meinem Pinsel noch drauf war, verwendet und einfach drauf losschabloniert bzw. drüber gewischt. Und dann habe ich dann hier Pumicestone dazu genommen, um das Ganze zu vervollständigen. Mit Black Suit gehe ich an Dreiecken so ein bisschen, um das Ganze farblich zu intensivieren. Habe dann gemerkt, ups, ja, ich habe über die Schablone hinaus gewischt, aber das war jetzt nicht so drastisch. Und habe gedacht, ja gut, muss man mit leben. Beim zweiten Mal habe ich dann besser aufgepasst. Ich habe das Lineal drüber gelegt. Das ist halt auch, ich sag mal, egal wie groß oder klein der Pinsel ist, wenn man nicht aufpasst, passiert das halt relativ zügig. Habe dann mir das Ganze angeguckt und gedacht, ja gut, wenn wir in der Mitte eins haben, rechts eins haben, dann würde auch links eins gut aussehen. Und ja, wir wiederholen das Ganze. Erst mit Pumice Stone, das ist ein, ich würde sagen, ein warmer Grauton. Und Black Suit ist halt das Schwarze von den Distressfarben. Ja. Soweit sind wir mit dem Schablonieren fertig. Ich habe aber gedacht, wir können noch vielleicht das hier ein bisschen retten. Habe dann versucht, so wegzuradieren. Es ist ein bisschen heller geworden, aber nicht drastisch. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Habe jetzt einen Pinsel genommen und ein bisschen noch die Kanten der Seiten eingefärbt. Die Seiten sind nicht ganz weiß. Die sind ein bisschen
ich würde sagen, so cremefarben, stichig, so ein bisschen off-white oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Ich finde es ganz gut, darauf kann man gut schreiben. So krasses Weiß ist manchmal auch schon ein bisschen sehr kalt. Ich habe hier einen Black Suit auf meinen Acrylblock abgestempelt, mit Wasser das Ganze verdünnt und mit dem Pinsel kleckere ich einfach über meine bereits schablonierten Herzen drüber, um dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur zu geben, ein bisschen mehr Interesse und einfach das Ganze aufzulockern. Ja, das Ganze natürlich beiseite legen und trocknen lassen. Es ist Wasser, das heißt, ja, es braucht einen Moment zum Trocknen, aber das macht ja nichts. Wir haben noch zwei ziemlich aufwendige Motive, die wir kolorieren müssen und das wird tatsächlich die meiste Zeit des Videos auch in Anspruch nehmen. Deswegen, falls ihr euch überhaupt nicht für Koloration interessiert oder ähnliches, könnt ihr gerne vorspulen. Ich habe erstmal mit der BFF, also mit der besten Freundin von Wenzel, angefangen und ja, ich fange mit dem Braunton an und verwische den großzügig, damit halt die Hautfarbe nicht zu dunkel wird. Ich meine, die ist schon definitiv wesentlich dunkler als Wednesday. Wednesday ist ein komplett blasser Typ. Ja, und ich habe versucht, die so ein bisschen, ich sag mal, farblich anzugleichen an die Serie. Allerdings habe ich ihre Strähnchen weggelassen. Also das war mir irgendwie zu viel Farbe dann. Ich habe die erstmal blondiert. Das heißt, ich fange erstmal mit Gelb an und arbeite mich dann mit Brauntönen in diesem Gelb weiter. Das Gelb ist schon sehr krass, zumindest wirkt das jetzt so in der Kamera. Aber durch die Schichtung mit anderen Farben wird das halt dann später nicht so extrem. Bei den Augenfarben war ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher, welche Farben die hatte. Ich habe mich jetzt einfach für ein helles Blau entschieden. Gehe auch mit diesem gleichen Blauton und male in Pullover an. Wie immer bei Aquarellfarben geht es nicht darum, dass ihr ganz viel, extrem viel Farbe auf einmal auftragt, sondern ihr müsst das wirklich Schicht für Schicht aufarbeiten. Das heißt, ihr fangt relativ hell an und müsst halt zwischendurch euren ja bereits kolorierten Motiven ein bisschen Zeit geben zum Trocknen. Und da hilft man sich eigentlich, wenn man, wie ich zum Beispiel, hier von einer Fläche zur nächsten springe, die Farben zwischendurch natürlich wechsle. Ich habe mich für etwas dunkleren Blauton, das ist, glaube ich, Blueprint, entschieden. Und habe ihre Wangen noch ein bisschen rosa eingefärbt, was ich ja eigentlich immer mache. Und die Zunge, die so ein bisschen rausguckt. Ja, und so arbeitet man sich halt Fläche für Fläche einfach vor. Und wenn man das Gefühl hat, okay, die Fläche ist jetzt trocken, dann kann man halt ein bisschen mehr reingehen. Meine Kamera ist anscheinend ausgegangen, weil die Koloration der Schuhe war jetzt nicht mit drauf. Aber das ist eigentlich der gleiche Braunton, den ich auch im Gesicht verwendet habe. Nur durch die Konzentration und den Anteil des Wassers könnt ihr halt das Ganze dosieren und verstärken. Mit demselben Braunton gehe ich jetzt übrigens auch in die Haare rein. Das ist, denke ich mal, so ein Rostbraun. Ich habe euch ja schon in Videos vorher gesagt, dass ich meine Palette einfach leer haben möchte, was irgendwie ein relativ langer Prozess ist, wie ich finde. Aber ja, man setzt sich manchmal so komische Ziele und ja, ich versuche trotzdem dran zu bleiben. Und sofern es halt jetzt passt, kann ich mit den Farben, die ich in der Palette habe, relativ gut auch die Motive ausmalen. Nur bei Wednesday wird es schwierig, weil ich tatsächlich auch inzwischen mein Schwarz aufgebraucht habe. Deswegen musste ich dann halt öfters das Distress-Stempelkissen direkt verwenden. Macht aber nichts. Hier geht man halt, wie gesagt, immer Schicht für Schicht. Intensiviert man die Farbe. Ich versuche halt die Bereiche, die für mich schattiger sind oder dunkler sind, halt intensiver anzumalen und die anderen lasse ich einfach aus. Das heißt, auch die weißen Stellen im Haar zum Beispiel, das ist einfach keine Farbe drauf. Das wird einfach ausgelassen. Ich wische halt mit den Pinselstrichen einfach Striche da rein, um die Struktur des Haars zu imitieren und das war's. Ich habe hier Pumice-Ton abgestempelt, um so ein bisschen meine grauen Bereiche anzudeuten. Wie gesagt, Pumice-Ton ist ein warmer Grauton, der passt sich eigentlich ganz gut auch jetzt für die Augen, für die Zähne oder den Schatten der Zähne. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den schon
Den Vintage-Foto habe ich ja vorhin zum Sprenkeln benutzt. Das ist der gleiche Acrylblock. Den benutze ich tatsächlich. Nach dem Antrocknen könnt ihr das mit Wasser wieder reaktivieren und ihr könnt diese Farbe weiter benutzen. Ja, das habe ich ja halt auch gemacht. Wie gesagt, das ist eine der Farben, die bei mir komplett leer gegangen ist in der Palette und ohne Schwarz kann ich einfach nicht schattieren. Ja, man kann schon, aber es ist halt dann nicht so intensiv, wie wenn ihr mit Braun oder mit Grau reingeht. Aber es war, wie ihr sehen konntet, es war eigentlich nur noch ein Hauch von Farbe da, aber selbst der reicht schon aus. Das ist, glaube ich, Rest Espresso, den ich da habe und meinen ganz feinen Pinsel. Damit versuche ich halt noch ein bisschen mehr Struktur ins Haar zu bekommen und ja, einfach so Pinselstriche und mit dem Pinsel könnt ihr halt wirklich viel feinere Linien setzen als mit meinem Wassertankpinsel zum Beispiel. Der ist relativ grob, würde ich sagen, obwohl es eigentlich schon eins der feinsten ist, den es so auf dem Markt gibt. Ich habe dann mit dem gleichen feinen Pinsel, wie ihr seht, auch die Wimpern nachgezogen in Braun, also auch Espresso. Ja, hier fange ich tatsächlich mit Pumiceton als Gesichtsfarbe an. Dadurch, dass Wednesday halt so blass ist und auch das kalte Händchen, habe ich mir gedacht, das wäre so die passende Grundfarbe. Und dann habe ich dann ein bisschen Braun dazu genommen und das Ganze gründlich ausgewischt oder ausgewaschen. Einfach verblendet in Form halt Wasser dazugeben und das Ganze verteilen. Es tut mir leid, dass mein Kopf über meinem Bild ist. Ich musste da wirklich relativ nah dran gehen, damit ich das vernünftig kolorieren kann. Es ist ja eigentlich meistens auch so, wenn ich das ohne Kamera mache. Nur jetzt, wo ich das gerade sehe, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich dann den Kopf so vorgelenkt habe, sozusagen, und nach vorne gelegt habe. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ja. Wednesday hat schwarzes Haar, schwarze Kleidung. Also eigentlich ist es relativ einfach, sie auszumalen. Nur wenn ihr quasi krass mit Schwarz reingeht, dann habt ihr keine Struktur im Ganzen. Deswegen müsst ihr wirklich, ich sag mal, auch wenn das jetzt eine schwarze Farbe ist, mit der ich arbeite, müsst ihr die relativ stark verdünnen bzw. relativ hell anfangen und in Graustufen arbeiten. Schwarz würde sonst einfach nur platt aussehen und das wollt ihr ja nicht. Also zumindest möchte ich das nicht. Deswegen, das hat hier auch relativ lange gedauert. Ich habe, keine Ahnung, für sie wahrscheinlich viel länger gebraucht als für die Werwölfin. Durch die ganzen schwarzen Schattierungen bzw. Schichtungen. Ich habe versucht, halt ein bisschen Struktur ins Haar zu bekommen, habe dann immer weiter quasi von unten oder von oben nach unten weiter sozusagen gearbeitet, dass ich in der Mitte diesen weißen Bereich übrig lasse, der nicht angemalt ist. Und ja, das gibt dem Ganzen halt etwas Plastisches, würde ich sagen, etwas Dreidimensionales. Und ja, das gleiche auch bei der Kleidung, immer so ein bisschen gucken. Also bei mir war das halt so, dass das Licht von links kam, so habe ich es mir zumindest vorgestellt und habe dann halt rechts mehr den Schatten gesetzt. Und auch die Kleidung selber wirft ja Schatten, das heißt auch der Rock, der unter dem Mantel sitzt, der hat natürlich auch Schatten vom Mantel. Übrigens ist Wednesday eins der wenigen Motive, das bei mir keine rosa Wangen bekommt. Es passte einfach irgendwie nicht, also habe ich es tatsächlich auch weggelassen. Jetzt hole ich auch wieder meinen feinen Pinsel und versuche halt die Linien noch ein bisschen zu verstärken und vor allem auch dunkler zu werden. Und mit dem feinen Pinsel, wie gesagt, können die Striche einfach ganz anders, also die sehen einfach ganz anders aus. Sie sind viel filigraner als mit dem Wassertankpinsel und das ja, das wiederholt sich ständig. Aber ja, was soll ich groß dazu sagen? Es ist eigentlich immer dasselbe. Ich variiere nur vom Motiv, vom Farbkomplexität
Farbgebung vielleicht. Sonst ist alles dasselbe. Ich habe außerhalb der Kamera tatsächlich ausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, das Video ist schon so lang genug. Das wollte ich relativ verkürzen. Aber das ist ja, das habt ihr auch schon oft genug bei mir gesehen. Hier habe ich Washi-Tape rausgeholt. Das ist aus einem Action-Set. Das hat so einen Schriftzug, der waagerecht verläuft. Ich habe mir einfach ein paar Striche, paar Stücke davon abgerissen. Manchmal fällt einem das Wort einfach nicht ein. Und habe die dann auch auf meinen Blättern verteilt. Habe dann hier noch ein bisschen Grau dazu genommen. Habe dann auch schon überlegt, wo ich meine Figürchen hinsetze, dass halt auch dieser Grau oder dieses Grau-Washi-Tape den Schatten oder einfach den Platz, wo die draufstehen, bildet. Natürlich muss Wednesday auf den Wednesday drauf, auf den Mittwoch sozusagen. Sonst passt das ja irgendwie auch nicht. Also habe ich die Freundin auf die rechte Seite gesetzt, um das Ganze auszubalancieren. Und den Spruch setze ich halt wirklich am Anfang der Woche, das heißt auf den Montag. Beziehungsweise es ist gar nicht der Montag, der erste Bereich von dieser Wochenaufteilung ist eigentlich ja allgemein gehalten. Das heißt, es ist für die Woche. Ihr könnt da zum Beispiel jetzt einen Spruch drauf oder was anderes oder vielleicht To-Do-Liste draufschreiben, je nachdem, was ihr halt braucht. Es ist ja quasi eine Woche in vier, also halbe Woche, 4 Wochentage beziehungsweise 4 Unterteilungen. Das heißt 8 Bereiche. Und wir haben ja nur 7 Wochentage, deswegen bleibt eins über. Ich habe gedacht, so ein bisschen Klecks Farbe würde dem Ganzen nicht schaden und habe dann bei meiner Suche nach einem türkisen oder türkisfarbenen Washi-Tape dieses von Rossmann gefunden. Das hat so große Kreise, fand das eigentlich ganz witzig. Hab dann noch ein bisschen Glitzer-Washi-Tape und auch dieses mit Herzchen. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich von Action. Jetzt heißt es eigentlich nur noch unsere Motive aufkleben. Das ist auch immer dasselbe. Ich benutze doppelseitiges Klebeband und mein Tacky Glue vom Action. Dann beschwere ich das Ganze, damit das halt auch wirklich ansetzt. Das gleiche auch mit Wednesday. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann noch irgendwie noch Elemente, Sticker oder ähnliches dazu nehme, aber irgendwie wollte ich das am Ende dann doch nicht. Ich wollte mir die Sucherei wahrscheinlich ersparen. Naja, so bleibt es auf jeden Fall ziemlich flach. Jetzt nur noch den Spruch aufkleben. Ein bisschen rumexperimentiert, wie ich das gerne hantiert haben oder geklebt haben wollte. Habe jetzt einen schwarzen Fineliner rausgeholt, um die Iris im Auge so ein bisschen hervorzuheben. Mit dem Gesso habe ich dann die weißen Highlights im Auge und auch Wangen, zumindest bei dem Mädchen rechts, angedeutet. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe da ein bisschen rumhantiert. Mein Gesso im Verschluss ist halt schon ziemlich angetrocknet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Ganze zu trennen. Das heißt, das, was ich vorhin an Washi-Tape geklebt habe und was rüberragt, habe ich jetzt weggeschnitten. In der Mitte habe ich ja relativ breites Washi-Tape verwendet. Das klebt halt die Seiten dann zusammen. Aber nichts, was eine Schere halt nicht lösen kann. Und auch links habe ich dann den überstehenden Rand ein bisschen gekürzt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Wochentage, die trage ich von Hand auf. Das heißt, ich schreibe sie mir einfach vor die bereits gedruckten Wochentage. Und damit wären wir für diese Woche tatsächlich durch. Ich dachte, wir sind jetzt im Februar, im Monat der Liebe, aber ich bin nicht so der rosa oder pink Typ. Ab und zu mache ich das schon und ja, das ist aber eher so meins. Schwarz.
Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt meine Farbe, aber Türkis mag ich ganz gerne. Und ich meine, zu Vansive passt nichts anderes als schwarz. Also das musste einfach so sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.